Vögel gehören zu den ästhetischsten und schönsten Geschöpfen der Welt und werden bewundert, sobald sie durch die Lüfte gleiten. Im Allgemeinen denken wir, dass Vögel klein sind, aber es gibt auch Vogelarten, die so groß sind, dass sie deine Vorstellungen fast sprengen. Hier sind die größten Vogelarten der Welt. Eins. Der Andenkondor. Wir beginnen unser Video mit dem Andenkondor, dem größten, heute lebenden fliegenden Vogel. Diese Vögel sind auch als Andenkondore bekannt, stammen aus der Familie der Geier und gelten als einer der größten Vögel der Welt. Sie schaffen es, jeden zu beeindrucken. Sie leben in den Anden und an der Küste Amerikas. Es ist fast unmöglich, diese riesigen Vögel zu Hause zu halten, die manchmal sogar andere Vogelnester angreifen und deren Eier fressen. Wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, dass es unmöglich ist, ein Haustier zu halten, denn das Gewicht dieser Vögel beträgt 35 Kilogramm, mit einer Flügelspannweite von 3 Metern. Das macht es ein wenig schwierig, sie zu Hause zu pflegen oder fliegen zu lassen. Außerdem beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung eines solchen Vogels 75 Jahre und er ist vom Aussterben bedroht. Diese Aufnahmen des Vogels werden alle überraschen. Dieser Mann muss vor einem dieser riesigen Vögel fliehen, da er sich schnell ihm nähert. Was denkst du? Glaubst du, der Mann hat es geschafft zu entkommen? Zwei. Forombe-Titan. Als nächstes kommt ein Forombe-Titan, der größte Vogel, von dem man weiß, dass er heute nicht mehr lebt. Diese große Vogelart wurde von britischen Wissenschaftlern in den letzten Jahren entdeckt. Forscher des Londoner Zoologischen Instituts haben nach jahrelanger Arbeit Fombor-Titan, den größten Vogel der Welt, gefunden. Dieser Vogel war 3 Meter groß und wog 800 Kilogramm. Wie ihr hier auf dem Bild sehen könnt, handelt es sich um einen Vogel, der nicht fliegen kann. Der Forombe-Titan, der als ausgestorben gilt, soll vor etwa 1200 Jahren in Madagaskar gelebt haben. Außerdem ernährt sich dieser große Vogel wie alle anderen Vögel von Pflanzen, Früchten, Samen und Blättern. 3. Reisender Albatros. Der größte unter den Albatrossen, von ungefähr 24 Arten, ist der reisende Albatros. Mit einer Flügelspannweite von 3,40 Meter und einem Gewicht von fast 27 Kilogramm kann dieser Vogel mit sehr wenig Energie tausende von Kilometern zurücklegen. Man nennt sie sogar energieeffiziente Wanderalbatrosse. Durch ihren Körperbau sind ihre Flügel fixiert und so schaffen sie es oft, ohne viel Muskelenergie, mit ihnen durch die Lüfte zu gleiten. Die Wanderalbatrosse, der Vogel mit der längsten Flügelspannweite, verdient es daher, im vollen Umfang in unserem Video aufzutreten. Diese im südlichen und nördlichen Pazifik beheimateten Vögel sind deutlich schwerer und größer als andere fliegende Vögel. Das mag auch, wie bereits erwähnt, an ihrer Energieeffizienz liegen. Nun, hast du schon jemals einen Wanderalbatros in freier Natur gesehen? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen willst, dann gib dem Video einen Daumen hoch, empfehle es deinen Freunden und abonniere unseren Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.